Und zur Lösung des Max-Flow-Problems gibt es so zwei Ansätze. Der erste ist schon relativ alt, 1956 von Ford Falkerson, der sogenannte Ford-Falkerson-Algorithmus. Und der geht im Prinzip so vor, der sucht nach sogenannten erweiternden Wegen. Das heißt, ich gehe von einem Fluss aus, das ist typischerweise der Nullfluss, also der Fluss, der auf jeder Kante den Wert Null hat. Und dann ermittle ich Wege von der Quelle zur Senke. Also das, was wir bislang gemacht haben, sowas wie Breitensuche, dass wir Wege von einem Knoten zu einem anderen finden oder kürzeste Wege. Also sowas in der Art machen wir hier, dass wir einen Weg finden von der Quelle zur Senke. Und ich lasse aber nicht sozusagen beliebige Wege zu, sondern dabei versuchte ich zu berücksichtigen, einmal, was habe ich schon für Fluss auf meinen Kanten, die ich da besuchen möchte, und wie viel Kapazität steht da noch zur Verfügung. Ja, und wichtig ist dabei, dass ich immer diese Flusserhaltung berücksichtige, dass also an keiner Stelle in dem Netzwerk mehr abfließt oder mehr reinfließt, als wieder rausfließt. Das ist sozusagen die eine Sorte von Algorithmen, die da existiert. Die gucken wir uns heute an und am Donnerstag gucken wir uns den hier an. Die sogenannten Preflow-Push-Algorithmen. Der funktioniert ein bisschen anders. Und zwar, da wird im Prinzip geguckt, ich schiebe erstmal möglichst viel in das Netzwerk aus der Quelle hinein. Auch auf die Gefahr hin, dass dann an dazwischenliegenden Knoten, sag ich mal, mehr ankommt, als wieder abgeht. Da gehe ich so taktweise vor. Ja, ich schiebe erstmal was rein, dann entsteht im Prinzip, denken Sie vielleicht an so ein Pipeline-System, wo Flüssigkeit jetzt reingepumpt wird, dann entsteht an diesen dazwischenliegenden Punkten entsteht ein gewisser Überdruck, weil mehr reinkommt, als wieder abfließt. Und dann wird man sozusagen in den folgenden Takten, würde man diesen Überdruck da abbauen. Das ist die Idee der Preflow-Push-Algorithmen. Theoretisch effizienter müsste da irgendwie stehen. Der ist also... kriege ich bessere Laufzeiten als mit dem Algorithmus hier, sind aber relativ aufwendig in der praktischen Durchführung. Genau, die gucken wir uns jetzt an. Markierungsalgorithmus von Ford Falkerson, der ist eigentlich ganz einfach. Technisch, so von der Formulierung her, kann das schnell verwirrend werden, aber das versuchen wir ja zu klären. So, um den... insbesondere auch die Korrektheit zu begründen, braucht man noch was weiteres. Das haben wir aber schon mal kennengelernt bei der Ermittlung von minimalen Spannbäumen. Und zwar, wir gucken uns nochmal den Begriff des Schnittes an. Das hatten wir bei dem minimalen Spannbaum, da haben wir ja diese grünen und die roten Regeln verwendet. Und da haben wir auch den Begriff des Schnittes verwendet, einfach als eine Unterteilung der Knotenmenge in zwei disjunkte Mengen. Genau das gleiche haben wir hier auch. Also es ist eine Zerlegung der Knotenmenge jetzt in Groß S und Groß T. Und wir haben aber zusätzlich die Eigenschaft, dass die Quelle sozusagen in dem einen Teil liegt und die Senke in dem anderen Teil. Ja, also klein S ist, wie vielleicht die Verwendung der Buchstaben schon andeutet, klein s ist Element aus Groß S und klein t ist Element aus Groß T. Ja, ansonsten also einfach eine Zerlegung der Knotenmenge. Ja, einfaches Beispiel wäre das hier. Ja, ich habe hier S und A ist der eine Teil, B, C und T ist der andere Teil. Schnitt. So, wenn ich jetzt so einen Schnitt habe, kann man sich überlegen, dass ich so einen Schnitt auch irgendwie bewerten kann. Und das tun wir, indem wir nämlich von der Kapazität eines Schnittes sprechen. Und zwar, wir hatten als Kapazitätsfunktion, hatte ich dieses Tau verwendet. Und das ergänzen wir jetzt sozusagen zu einer Kapazität eines Schnittes, also sozusagen bezogen auf zwei Mengen. Ja, wir gucken uns einfach die Summe aller Kanten, die von der einen Menge in die andere Menge führen. Ja, also die gucken wir uns an. Also die Kapazität der Kante von I nach J, wobei I in S liegt, J in T liegt. Ja, und wenn wir das alles aufsummieren, dann haben wir die Kapazität des Schnittes.
Ja, bezogen wieder auf das Beispiel, wenn ich mir das jetzt hier angucke, ich summiere jetzt einfach auf alle Kanten, die von S nach T führen. Ja, das wäre diese Kante hier von S nach B. Das ist die Kante von A nach B und das ist die Kante von A nach C. Ja? Und das hätte in diesem Fall, hätte der Schnitt die Kapazität 9. Ja, einfach 5 plus 2 plus 2. So, eben haben wir von der Maximalität eines Flusses gesprochen. Und jetzt gucken wir uns auch sozusagen so ein Extrem eines Schnittes an. Und zwar nicht das Maximum, sondern das Minimum. Also wir nennen den Schnitt ST minimal, wenn für jeden anderen Schnitt S'T' gilt, dass die Schnittkapazität von ST kleiner ist als die Schnittkapazität von S'T'. Ja, bislang viele Begriffe. Jetzt werden wir die gleich irgendwie so ein bisschen zusammenführen. So, jetzt gucken wir uns erstmal den Zusammenhang an. So, S sei N ein Flussnetzwerk, ST ein Schnitt und F ein Fluss. Dann haben wir den folgenden Zusammenhang. Der Wert von F, also der Wert der Flussfunktion, der entspricht, ja, ich gucke mir jetzt sozusagen die Kanten meines Schnittes an, also die Kanten, die von S nach T gehen. Da gucke ich mir den Wert der Flussfunktion an. Das summiere ich auf und davon ziehe ich ab die Kanten, die sozusagen wieder zurückführen, die also von T nach S führen. Ja, und es gilt ja dieser Zusammenhang, dass diese beiden Größen identisch sind. Der Wert des Flusses und sozusagen die Kapazität des Schnittes, nein, nicht die Kapazität, der Wert der Flussfunktion an diesem Schnitt, abgezogen davon das, was sozusagen wieder zurückfließt. Ja, und das gucken wir uns an, warum das gilt. F ist ein Fluss. NN ST ist ein Schnitt. Und dann schreiben wir nochmal hin, was da jetzt zu zeigen ist, dass nämlich der Wert des Flusses, dass das entspricht F von I nach J, I aus S, J aus T und davon ziehe ich ab auch F von I, J. Man beachte hier, dass hier sozusagen das I und das J vertauscht wurde, also die Kanten, die aus T wieder zurück nach S führen. So, wir hatten, gucken wir uns mal an, wie wir das WF definiert hatten. Das WF, das war ja der Wert des Flusses. Der aus S herausgeht. E oben minus war Anfangspunkt von E. Und davon ziehen wir ab. Das, was nach S wieder reingeht. Und das kann ich aber anders hinschreiben, und zwar wie folgt. Ich summiere jetzt mal über alle Knoten V aus Groß S, also alle Knoten, die in der einen Menge des Schnittes liegen. Und zwar wie folgt.
Warum ist das identisch? Also, ich bilde sozusagen die gleiche Konstruktion wie hier oben. Hier habe ich das ja nur, das ist das kleine S. Hier ist jetzt das große S. Das mache ich vielleicht mal ein bisschen deutlicher. Ja, das ist das kleine S. Das große mache ich mal hier mit so kleinen Strichen noch. Ne? Das soll das große S sein. Warum ist das identisch? Hier ermittle ich, gucke ich mir ja nur die Quelle S an, gucke, was fließt raus, was geht rein. Die Menge groß S die hat ja neben der Quelle S noch weitere Knoten. Ja, ich kann diese Konstruktion, die ich hier mache, Vergleich sozusagen oder Differenz zwischen das, was rausgeht, das, was reinkommt, für jeden dieser Knoten machen. Ja. Für alle Knoten, die nicht klein S sind, die nicht die Quelle sind, ist dieser Wert gleich 0, weil wir da diese Flusserhaltung haben. Ja, da ist ja sozusagen das, was reingeht, entspricht dem, was rausgeht. Also dieses Konstrukt hier ist für die Knoten V ungleich dem kleinen S, ist das 0. Das heißt, dadurch ändere ich diese Summe hier oben nicht. Das heißt, das können wir jetzt so hinschreiben. Das löse ich jetzt hier auf. Das wird jetzt eine ganz fürchterlich ausschauende Summe. Ich gucke mir an, die Kanten, die sozusagen innerhalb von S verlaufen, und die Kanten, die tatsächlich über den Schnitt gehen. Also die Kanten, das sind die Kanten, die von S nach S laufen. Ja, und sozusagen davon ziehe ich ab, ja, auch die von S nach S laufen. Ja, aber, und wie groß ist dieser Teil insgesamt? Ja, das ist unsere Flusserhaltung. Das ist gleich 0. Plus, weil das hier oben in der Summe natürlich auch noch vorkommt. Das ist plus. Jetzt gucke ich mir noch die Kanten an, die von S nach T laufen. Und davon ziehe ich wieder ab, die von T wieder nach S zurücklaufen. Ja, weil das habe ich hier oben, habe ich ja nur berücksichtigt, da habe ich ja sozusagen alle Kanten, die irgendwie von S ausgehen, hatten wir eben in dem kleinen Beispiel auch, da gab es auch eine Kante innerhalb des Schnittes, ja, die habe ich jetzt einfach nur hier sozusagen von der Schreibweise her rausgezogen. Das heißt, das Ganze vereinfacht sich dann zu dem Folgenden. Das heißt, den Teil hier kann ich weglassen, weil der ist 0. Und ich habe jetzt nur diese Kanten hier oben. Das ist die Summe. So, und das ist aber genau das, was hier oben steht. Ja, nur jetzt ganz klein bisschen anders geschrieben. Ja. Ja, die Kanten, die von S nach T laufen, davon ziehe ich ab, das, was von T wieder nach S zurückläuft. Hier habe ich es nur mit dieser Notation oben, Minus und Plus. Ja. Ansonsten genau das Gleiche. Und das ist natürlich, wir hatten mal die Kapazität eines Schnittes definiert. Die Kapazität eines Schnittes war ja
Ja, das ist die Kapazität eines Schnittes. Ja, das ist sozusagen der Teil hier vorne. Also ist das hier zwangsläufig auch kleiner als Tau von ST. Ja? Weil das war die Aussage, die wir hier stehen haben. Ja? Also wir haben einmal den Wert des Flusses entspricht dem hier. Ja? Und wir haben insbesondere auch das hier, dass der Wert eines Flusses immer kleiner ist als oder kleiner gleich der Kapazität eines Schnittes. So, und dann haben wir eine einfache Folgerung, und zwar die folgende. Wenn wir einen Fluss finden und einen Schnitt ST, sodass der Wert des Flusses identisch ist zur Kapazität des Schnittes, ja, dann wissen wir schon, dann muss F maximal sein und das Ding ist minimal. Ja, das ist eine Folge aus dem, was wir gerade haben, weil wir wissen, es gilt immer, das, ja, es gilt immer, dass das kleiner gleich ist. Und wenn wir aber zwei haben, die identisch sind, ja, also ein Fluss und also der Wert des Flusses gleich der Kapazität des Schnittes, dann wissen wir, naja, größer kann der Fluss nicht werden und der Schnitt kann auch nicht kleiner werden. Ja, also das ist die Konsequenz daraus. Auf jeden Fall, das ist das sogenannte Max-Flow-Min-Cut-Theorem, ja, dass der Wert, der maximale Wert eines Flusses entspricht der minimalen Kapazität eines Schnittes. So, jetzt gucken wir uns an. Ich hatte eben davon ganz kurz gesprochen, dass die erste Sorte von Algorithmen, dass die mit sogenannten erweiternden Wegen oder sogenannten Augmenting Paths funktioniert. Was ist ein erweiternder Weg? Ich habe jetzt einen Fluss im Netzwerk. Das ist mein Netzwerk N, wie gehabt. Ich habe eine Folge von Knoten, sodass der erste Knoten gerade unsere Quelle ist und der letzte Knoten gerade unsere Senke. Also wir haben einen Weg von S nach T. So, und das Ding nennen wir erweiternder Weg bezüglich eines bereits vorhandenen Flusses. So, falls eine der folgenden Bedingungen gilt. Wir gucken uns an, ähnlich wie ich das eben auch gemacht habe, als ich da so einen Fluss eingemalt habe. Also ein erweiternder Weg. Aktuell ist mein Fluss 0 auf jeder Kante. Und ich kann jetzt zunächst mal die Kanten in ihrer eingezeichneten Richtung verwenden, um einen erweiternden Weg zu konstruieren. Das würde ich jetzt beispielsweise so machen, indem ich einfach sage, ich gucke mir jetzt mal hier oben das Ding an, das, was ich eben auch gemacht habe. Ja, und ich könnte jetzt einen Fluss konstruieren, hier beispielsweise mit dem Wert von ...12. Das wäre ein erweiternder Weg. Also der erweiternde Weg würde dann darin bestehen, dass wir sagen, wir haben Knoten S, V1, V3, T. Das wäre der erweiternde Weg. Ja, wir könnten anhand dieses erweiternden Weges den bisherigen Nullfluss um beispielsweise die Kapazität 12 verwenden. Ja, warum 12? Naja, das ist sozusagen die minimal vorkommende Kapazität der Kanten hier auf diesem Weg. Ja, darum macht das Sinn, den um 12 zu ergänzen. Weil ich natürlich immer im Hinterkopf haben muss, naja, das, was ich hier reinschicke, das muss ich auch wieder rausschicken. Ja, und wenn ich jetzt, sage ich mal, 15 nehmen würde, ja, das haut nicht hin, weil ich A, hier keine 15 drüber senden kann. Ja, also ich könnte dann nur 12 dahin senden und hätten wir hier irgendwie einen Überschuss. Das geht also nicht. Also nehme ich sozusagen die minimal vorkommende Kapazität auf diesem Weg. Das kann ich jetzt nochmal machen. Ich kann jetzt einen weiteren erweiternden Weg bestimmen. Beispielsweise nehmen wir mal das Ding, was wir da eben auch hatten, S, V2, V4, T. Da könnte ich jetzt den Fluss vergrößern um den Wert 4.
Diese anderen Kartentyp kriege ich bei dem Beispiel, das war jetzt gerade so, dass ich das da nicht hinkriege. Ich habe hier aber noch ein anderes Beispiel. Also, das, was wir bislang gemacht haben, sind die sogenannten Vorwärtskanten. Ich gucke mir an, dass ich den Fluss sozusagen auf jeder Kante dieses Weges, natürlich unter Berücksichtigung, hier muss kleiner gleich stehen, nicht kleiner, dass das kleiner gleich der Kapazität dieser Kante ist. Das ist die eine Sorte von Kante. Ja, beispielsweise hier nochmal ein anderes Beispiel. Was nehmen wir da als erweiternden Weg? Wir nehmen einfach mal als erstes mal S, A, C, T. 1, 1, 1, 1, 2. Das geht ja gar nicht. Da brauche ich einen zweiten Weg. Der erste Weg war S, A, C, T. Der zweite Weg war S, A, B, C, T. Hier mit der, jeweils mit der Kapazität, oder mit dem Flusswert 1. Ja? Da kommt die Situation raus. Ich schicke erst hier einen rüber, dann hier einen rüber. So, jetzt definiere ich einen dritten Weg. Und zwar, ich will jetzt diese Rückwärtskante demonstrieren. Ja, dass ich sozusagen Kanten nämlich auch entgegen ihrer ursprünglichen Richtung verwende. Und zwar, jetzt machen wir den Weg S, B, A, C, T. Idee ist die folgende. Und auch da mache ich wieder 1. Mit der Kapazität 1. Also, und zwar schicke ich jetzt sozusagen einen hier hin. So, ich kann jetzt sozusagen diese Kante verwenden, als entgegen ihrer ursprünglichen Richtung. Und jetzt erhöhe ich den Fluss aber nicht, ja, sondern würde den im Prinzip hier verringern, um ihn dann im nächsten Schritt sozusagen hier, so wird das gleich der Algorithmus machen, um ihn dann hier wieder drauf zu packen. Das, was wir hier wegnehmen, würden wir auf einer Vorwärtskante dann wieder drauf packen. Hintergrund dabei ist, dass ich natürlich, wenn ich hier diese mir diese dazwischenliegenden Knoten anschaue, dass ich da diese Flusserhaltung berücksichtigen muss. Ja, hier habe ich ja zuvor eine Einheit rausgeschickt über diese Kante. Und wenn ich jetzt sozusagen in die andere Richtung gehe, das sind dann diese sogenannten Rückwärtskanten, die kann ich nur verwenden, ja, wenn da sozusagen schon Fluss vorhanden ist. Wenn also das F, der Wert von F echt größer als 0 ist, das passt, ja, dann kann ich den hier sozusagen gleich wieder wegnehmen, um ihn dann sozusagen hier drüber zu packen. Und was würde ich jetzt machen? Ich die Kante so verwende, dann würde ich hier eine Einheit draufgeben. Ja, ich würde sie hier wieder wegnehmen, würde sie hier draufpacken. Hier mussten vorher zwei stehen, sonst hätte das nicht funktioniert. Würde ich hier wieder draufpacken. Genau, und dann würde es passen. Ich habe hier sozusagen mit dem ersten Weg eine Einheit geschickt, mit dem zweiten Weg, den ich hier hatte, auch jeweils eine Einheit. Und mit dem dritten Weg würde ich jetzt eine Einheit hier hingeben. Hier würde ich sie wegnehmen. Hier hatte ich die aus dem vorherigen Weg schon. Ja, würde hier wieder eine draufpacken, hier eine draufpacken und dann passt das. Dann haben wir hier drei Ausgänge. Hier haben wir drei Eingänge und überall haben wir die Flusserhaltung. Ja, also auch das ist eine Möglichkeit, sozusagen dann durch das Netzwerk zu laufen, um einen solchen erweiternden Weg zu finden. Ja, also zwei Sorten von Kanten. Vorwärtskanten entsprechend ihrer ursprünglichen Ausrichtung die Kante verwenden unter Berücksichtigung der Kapazitätsfunktion auf dieser Kante und ich kann sozusagen Rückwärtskanten bilden, Kanten, auf denen bereits ein Fluss existiert, ja, und ich dann sozusagen diesen Fluss quasi wieder zurücknehme, um ihn dann anders zu verteilen. Das ist die Idee von diesen Rückwärtskanten. So, und die Idee für diesen einen Algorithmus, der jetzt das hier verwendet, ist das folgende für den Max-Flow-Algorithmus. Und zwar fangen wir mit dem Nullfluss an. Und ganz einfach, wir suchen so lange erweiternde Wege, oder Augmenting Paths, wie wir die finden.
Ja, wir suchen einen Weg von S nach T. Wir gucken uns sozusagen das Minimum an der Restkapazität, wenn ich als Restkapazität bezeichne, die Kapazität der Kante minus dem bisherigen Fluss über diese Kante, das ist die Restkapazität dieser Kante, ja, für Vorwärtskanten. Und wir gucken uns als zweiten Wert, sozusagen als kleinsten Wert auf diesem gesamten erweiterten Weg, ja, den minimale Fluss über die Rückwärtskanten oder als rückwärts ausgerichtete Kanten. Das gucken wir uns an und dann ermitteln wir das Minimum dieser beiden Werte und dann können wir den Fluss F entsprechend um D-Einheiten entlang dieses Weges vergrößern. Gucken wir uns dazu mal ein Beispiel an, ganz einfaches Beispiel, und zwar das folgende Netzwerk. 1 sei meine Quelle, 4 sei meine Senke, das sind die vorhandenen Kapazitäten. Wir fangen mit dem initialen Fluss F gleich 0 an. Ja, und als erstes finden wir den Weg von 1 nach 2 zu 4. Die minimale Kapazität, das ist jetzt sozusagen immer dann der zweite Wert hier, das ist die Kapazität. Der erste Wert entspricht dem Fluss, den ich da jetzt entsprechend bilden kann. Der minimale Wert der Kapazitäten wäre 4 für diese Kante. Das heißt, ich würde den Fluss entsprechend um 4 erhöhen. Ja, hätte sozusagen den ersten erweiternden Weg gefunden. Dann kann ich den nächsten Weg finden, beispielsweise diesen Weg von 1 nach 3 zu 2 nach 4. Ich hatte als Restkapazität, hier war vorher die 4. Ja, hatte ich als Restkapazität eine Einheit. Das heißt, ich kann eine Einheit jetzt über diesen Weg schicken. Und einen dritten Weg, den wir finden, beispielsweise diesen hier, von 1 nach 3 zu 4 mit jeweils mit nochmal einer weiteren Einheit. Das war die Resteinheit hier auf dieser Kante. Ja, und mehr kann ich eigentlich auch jetzt nicht finden. Kein weiterer erweiternder Weg möglich. Maximale Wert kann ich hier ablesen an den ausgehenden Kanten bzw. hier an den eingehenden Kanten, hat die Stärke 6. Wenn ich beispielsweise nochmal das mit diesen Rückwärtskanten deutlich machen möchte, sagen wir so, es liegt jetzt diese Situation vor. Ich habe jetzt hier Netzwerk S, T dazwischen. Jetzt habe ich hier wieder mit dem ersten Wert ist der bisher anliegende Fluss gekennzeichnet. Die blauen Werte, der zweite Wert hier, das ist jeweils die vorhandene Kantenkapazität. Und was finde ich da jetzt beispielsweise für einen Weg, wenn ich von S nach B, dann nach A gehe, dann nach C und dann nach T. Ja, genau, da habe ich als Restkapazität, ich gucke mir jetzt den kleinsten Wert an, Restkapazität hier. Das ist eine Rückwärtskante oder die Kante wird als Rückwärtskante genutzt. Da jetzt nicht die Restkapazität, sondern den Wert des bisherigen Flusses 1. Hier ist Restkapazität 1, hier wäre Restkapazität 2. Das heißt, insgesamt wird der Fluss um 1 vergrößert. Also ich kann Kanten auch entgegen ihrer ursprünglichen Ausrichtung verwenden, sofern ich da halt einen Fluss drüber laufen habe. Das wird vielleicht deutlicher, wenn man sich überlegt, wenn ich einen Fluss habe, dann kann ich ein Restnetzwerk bilden. Das mache ich mal als Beispiel. Und zwar definiere ich da jetzt mal einen Fluss drauf, beispielsweise mit 3, 5, was habe ich mir überlegt, 2, 2. Und hier ist irgendwie 0. Ja, dann gehen, das passt, hier gehen 2 raus, 3 raus, 3, 5 rein, das passt. So, wenn ich jetzt, ich kann dazu jetzt definieren, das Restnetzwerk wie folgt, hat die gleichen Knoten, 1, 4, 3, 2. Ich definiere als Vorwärtskanten die Kante in ihrer ursprünglichen Ausrichtung, sofern ich da noch Restkapazität vorhanden habe. Das heißt, bislang ist der Wert des Flusses 3. Ich habe eine Kapazität von 4. Das heißt, meine Restkapazität ist 1. Als Rückwärtskante nehme ich jetzt die Kante entgegen ihrer ursprünglichen Ausrichtung
und der Wert entspricht dem bisherigen Fluss. Das mache ich jetzt sozusagen für jeden Knoten. Ja, hier gibt es für diese Kante gibt es keine Kante mehr von 1 nach 3, weil diese ist voll ausgelastet. Es gibt also nur eine Kante wieder zurück mit dem Wert 2. In dieser Richtung habe ich noch Restkapazität von 1 und wir haben einen Fluss von 2. Das heißt, da gibt es die Kante zurück. Die ist voll ausgelastet, das heißt, da gibt es die Kante und die gibt es nur in diese Richtung mit 1. Das wäre das zugehörige Restnetzwerk. Das war auf der Folie vorher sozusagen formal definiert. Ja, und die Suche nach so einem erweiterten Weg, ja, entspricht jetzt einfach einem Weg in diesem Restnetzwerk. Ja, sozusagen, ich habe jetzt diese Rückwärtskanten explizit mit eingezeichnet. Ja, ich könnte jetzt beispielsweise gucken, finde ich hier noch einen Weg von dem Startknoten zum Zielknoten. Ja, und jetzt könnte ich beispielsweise sagen, naja, ich habe ja den Weg, ich kann hierher gehen, ich kann hierher gehen, ich kann hierher gehen. Ja, beispielsweise. Das würde dann heißen, ich schreibe das erstmal hier dran, 1, 1, 1. Wenn ich das jetzt in mein ursprüngliches Netzwerk übertrage, ja, dann hätte ich hier sozusagen noch plus einen drauf. Das ist eine Rückwärtskante, da würde ich jetzt einen abziehen, minus 1. Und hier würde ich wieder einen draufgeben. Ja, dann gucken wir uns mal an, was entsteht. Ich habe hier jetzt eine voll ausgelastete Kante mit 4 Einheiten, hier 2. Also wir haben insgesamt gehen 6 raus. Hier gehen jetzt in diese Kante gehen rein 4. Einen habe ich hier wieder weggenommen. Also 5 gehen rein, 5 gehen raus. Hier gehen 2 raus plus einen raus. Hier geht einer, nein, Entschuldigung, hier gehen 2 rein, einer raus und einer raus. Also ich habe jetzt sozusagen von dem Schritt vorher habe ich sozusagen einfach ein bisschen umverteilt im Netzwerk. Ja, ich habe hier, sagen wir mal, zusätzliche Kapazität aus der Quelle rausgegeben und habe aber durch diese Nutzung der Rückwärtskante die, den Fluss ein bisschen anders verteilt. Ja. Ja, also das ist sozusagen das Formal, was ich gerade da an dem Beispiel erläutert habe, dass wenn ich einen Fluss habe, ich habe ein Netzwerk, ich habe einen Fluss, ja, dann definiere ich sozusagen ein neues Netzwerk, bestehend aus sogenannten Vorwärtskanten, bestehend aus Rückwärtskanten. Das ist im Prinzip genau das, was wir da eben auch hatten. Vorwärtskanten sind die Kanten entsprechend ihrer ursprünglichen Ausrichtung, wo ich noch Restkapazität frei habe. Hier müsste man vielleicht ein echt kleiner draus machen. Und es gibt sozusagen eine zweite Sorte von Kanten, das sind diese Rückwärtskanten. Ja, hier ist sozusagen die Ausrichtung vertauscht. Ja, J, I ist eine Kante meines eigentlichen Netzwerkes. Ich nehme aber jetzt die Kante I, J auf und nur für die Kanten, für die im ursprünglichen Netzwerk schon ein Fluss echt größer als 0 existiert. Das heißt sozusagen die Suche nach einem erweiternden Weg mit diesen Vorwärts- und Rückwärtskanten kann ich jetzt dadurch vereinfachen, zumindest von der Anschauung her, dass ich sage, ich suche halt einen erweiternden Weg in diesem sogenannten Restnetzwerk. Dann kann ich diesen Algorithmus auch so formulieren. Maxflow Augmenting Path Algorithmus. Ja, wir initialisieren unsere Flussfunktion mit dem Wert 0 auf allen Kanten. Ich bilde jetzt sozusagen implizit hier dieses Restnetzwerk N und ein F. Ja, und solange es einen Weg im Restnetzwerk gibt, und zwar jetzt ein einfacher Weg von S nach T in diesem Restnetzwerk, können wir das entsprechend dieser Werte, die dann noch zur Verfügung stehen, entsprechend erweitern. Was ich dann natürlich machen muss, ich muss dieses Restnetzwerk aktualisieren. Das mache ich sozusagen in jedem Durchlauf dieser Schleife. Ja, sobald ich einen Weg gefunden habe und ich den Fluss vergrößert habe, ist dieses Restnetzwerk natürlich nicht mehr gültig, weil das hängt ja von dem Fluss ab.
und ich muss es aktualisieren. Ja, diese Methode, den Fluss zu erweitern, habe ich jetzt mal hier irgendwie Augment genannt. Da bestimme ich dieses Minimum, also sozusagen die minimale Kapazität, die ich da auf diesen Kanten noch verwenden kann. Ja, das habe ich hier irgendwie mal so abgekürzt, Bottleneck. So, und dann gucken wir uns an, ob das eine Vorwärtskante oder eine Rückwärtskante ist. Bei den Vorwärtskanten wird der Fluss tatsächlich erhöht und bei den Rückwärtskanten wird der Fluss verringert. Ja, ähnlich wie ich das eben auch gemacht habe. Gucken wir uns mal ein Beispiel an. Ersten Weg, den ich finde oder den ich jetzt bestimme, habe ich mir jetzt halt irgendwie eine Reihenfolge überlegt, ist dieser hier unten. Minimale Kapazität ist 4. Das heißt, ich kann den Fluss um den Wert 4 auf diesem Weg vergrößern. Besteht nur aus Vorwärtskanten. Zweiten Weg, den ich finde, ist der hier oben. Minimale Kapazität ist die Kapazität dieser Kante hier hinten. Das heißt, wir können den um den Wert 7 vergrößern. Dann habe ich noch die Möglichkeit, diesen Weg zu wählen. Ja, hier habe ich die Kapazität 3. Das ist die bestimmende Größe genau für die Vergrößerung auf diesem Weg. Ja, insgesamt haben wir damit jetzt einen Fluss von insgesamt 14. Das passt hier, hier und bei allen dazwischenliegenden Knoten geht das Gleiche raus, was auch reingeht. So, wie sieht jetzt das Restnetzwerk aus? Vielleicht das auch nochmal als Beispiel. Ja, ich habe jetzt hier sozusagen durchgehend eingezeichnet die Kanten in ihrer ursprünglichen Ausrichtung, gestrichelt die Kanten entgegen der ursprünglichen Ausrichtung. Das sind sozusagen diese Rückwärtskanten. Ja, wie sehe das jetzt aus, dieses Restnetzwerk? Tragen wir mal hier die Kapazitäten ein. Ja, ich hätte sozusagen hier noch eine Kapazität von 5 an dieser Stelle, ja, bei dieser Kante, weil ich hier sozusagen 10 von 15 Einheiten quasi ausgeschöpft habe. Und diese Kante hätte die Kapazität 10. Bei der Kante hier oben, wie sieht es da aus? 10 und 12. Das heißt, wir hätten noch eine Kapazität von 2. Hier oben haben wir auch 10. Hier haben wir 7 und 0. Hier haben wir 3. Genau, und 7. Hier haben wir auch 3 und 7, 3 und 7. Hier haben wir 4 und 0 und hier haben wir 5 und 0 und hier haben wir 3 und 0. Ja, das wäre sozusagen das Restnetzwerk. Für diese Situation, dass wir das Netzwerk haben und die jetzt hier in grün eingezeichnete Flussfunktion. Ja, dann kann ich den Algorithmus so formulieren. Habe ich eigentlich eben schon gehabt, wenn ich das richtig gesehen habe. Also Initialisierung, wir suchen einen Weg in dem Restnetzwerk, wir finden den Weg, erweitern den Fluss und aktualisieren das Restnetzwerk. Ja, ich muss mir jetzt irgendwie Gedanken machen, wie ich das mit diesem Restnetzwerk mache, wie ich den Weg finde. Da muss ich mir irgendwie Gedanken zu machen. Das denke ich, das ist irgendwie einfach. Das war, wenn wir sozusagen das Minimum auf den Weg bestimmt haben. Ja, aber alles irgendwie Dinge, die wir ja teilweise jetzt in der Veranstaltung schon gemacht haben, dass wir sowas wie so einen Weg finden, das kommt hier wieder vor. Gucken wir uns mal zunächst an, wie lange das Ganze denn dauern kann. Und zwar gucken wir uns dazu die folgende Situation an. Ich habe jetzt hier ein ganz einfaches Netzwerk und M ist jetzt irgendeine große Zahl. Stellen Sie sich eine große Zahl vor. Irgendeine Kapazität dieser Kanten. Also ich habe hier irgendwie, alle Kanten haben Kapazität M, bis auf diese eine Kante, die hat Kapazität 1. Wenn ich jetzt ungeschickt vorgehe, wenn ich geschickt vorgehe, dann finde ich genau zwei erweiternde Wege. Ja, dann würde ich diesen hier finden und ich würde diesen finden. Ja, jeweils mit Kapazität M. Wenn ich aber ungeschickt vorgehe, was kann dann passieren? Dann gehe ich hierher, gehe hierher, gehe hierher.
dann kann ich hierher gehen, würde ich diese wieder als Rückwärtskante nutzen. Ja. Das heißt, wenn ich ungeschickt vorgehe, und zwar wäre das diese Auswahl, ja, wie lange brauche ich dann? Naja, da ich hier sozusagen immer nur die Kapazität 1 habe, ja, wäre sozusagen die Laufzeit in Abhängigkeit dieser Größe hier. Ja, insgesamt ist die Kapazität des Flusses, liegt gerade bei 2m. Ja, und genauso viele Durchläufe hätte ich auch. Ja, und wenn m jetzt irgendwie eine fürchterlich große Zahl ist, ist das natürlich irgendwie nicht so wirklich richtig schön. Ja, das heißt, das ist natürlich jetzt bewusst schlecht konstruiert, kann man sich aber das Folgende überlegen. Und zwar, wenn wir diesen erweiternden Such mit der Breitensuche durchführen, dann ist der gefundene erweiternde Weg gerade der kürzeste Weg im Restnetzwerk. Ja, und dann würde man genau dieses Problem, was wir da gerade hatten, würde man vermeiden. Ja, das, also diese Situation, die ich hier jetzt gerade so skizziert habe, würde man vermeiden, wenn man immer den kürzesten Weg wählt. Ja, der kürzeste Weg wäre ja hier genau dieser, beziehungsweise genau dieser. Da würde man genau zwei Wege finden. Ja, dann wäre sozusagen hier jede Kante erschöpft. Das heißt, keine Restkapazität mehr vorhanden. Hier genau das Gleiche. Ja, und wir hätten einen maximalen Fluss gefunden. Wenn ich das aber nicht mache, wenn ich halt nicht die kürzesten Wege finde, ja, dann hätte ich hier eine Laufzeit, die in Abhängigkeit der vorhandenen Kantenkapazität wäre. Und das ist eigentlich unerwünscht. So, und die Korrektheit ergibt sich jetzt aus dem Dingen hier. Augmenting Path Theorem. Ein Fluss F auf einem Flussnetzwerk ist genau dann maximal, wenn es keinen bezüglich F erweiternden Weg gibt. Aus dem folgt sozusagen dann die Korrektheit dieses Algorithmus. Also Fluss F, F maximal. Fluss F ist genau dann maximal, wenn es keinen erweiternden Weg gibt. Wenn man sowas zeigen will, zeigt man wie immer bei solchen Aussagen zwei Richtungen. SAF ein maximaler Fluss. Und wir nehmen jetzt an, es gibt einen erweiternden Weg, AP, Augmenting Path. Dann definieren wir D wie folgt. Und zwar ist D das Minimum aus der Restkapazität und diesen erweiterten Weg nennen wir W. Minimum aus der Restkapazität einer Vorwärtskante beziehungsweise dem F von E und E ist eine Rückwärtskante. Also genau diese Konstruktion, die wir da eben auch gemacht haben, Rückwärtskante. Nach Definition des erweiternden Weges gilt, dass D echt größer ist als 0. So, jetzt definieren wir eine neue Flussfunktion, f' wie folgt, und zwar von e nach r plus. F' von e ist f von e plus d für e Vorwärtskante. F von e minus d, e Rückwärtskante. Und f von e, e ist keine Kante aus w, schreibe ich mal abgekürzt so hin. Ja, definieren einen neuen Fluss. So, offensichtlich
ist F' Fluss in F, in N mit Wert ja, das ist der Wert des alten Flusses plus dieses D, was wir hier oben ermittelt haben. Ja? Und das ist natürlich echt größer, weil das ja größer als 0 ist, als W von F. Das heißt, unsere Annahme, F ist ein maximaler Fluss, ist nicht richtig gewesen. Wir haben einen größeren konstruiert. Ja, also, das kann eigentlich nicht sein. Ja, das heißt, Annahme war ja, es gibt einen erweiternden Weg. Das heißt, das ist ein Widerspruch. Und es gibt keinen solchen Weg. Keinen oder die zweite Richtung, ja, es gäbe keinen erweiternden Weg mehr. Und jetzt müssen wir zeigen, dass dann der bislang gefundene Fluss, dass der auch tatsächlich maximal ist. So, jetzt gucken wir uns die folgende Menge an. Es sei S die Menge der Knoten, die ich von, also dem Startpunkt S aus, von S also ich habe irgendwie einen Fluss gegeben, ich habe das Netzwerk gegeben, ja, und erweiternden Weg. Ich habe noch Restkapazität, beziehungsweise ich nutze Rückwärtskanten. S sei jetzt die Menge, die ich bezüglich eines erweiternden Weges von S aus erreichen kann. Wenn es keinen erweiternden Weg bis zum Knoten T mehr gibt, ja, dann gibt es noch eine zweite Menge. Das heißt, und es sei T jetzt die Menge V ohne S. Ja? So, da es keinen erweiternden Weg, ich schreibe das vielleicht mal so hin, es gäbe keinen erweiternden bis zu T mehr. Ja. Nach Voraussetzung gilt dann, dass diese beiden Mengen S und T, ja, weil ja S liegt in der einen Menge, ja, T liegt definitiv in der anderen Menge, ist dieses Ding hier, oder sind diese beiden Mengen, bildet das einen Schnitt. Ja, was muss dann gelten? Es muss folglich eine Kante, nennen wir die mal UV, geben, das ist auch nicht richtig. So, und zwar, und für gilt für diese Kante, dass das Element U, also der Anfangspunkt dieser Kante, der liegt in der einen Menge, der Endpunkt dieser Kante liegt in der anderen Menge. Mit U ist aus S, V ist aus T. Und mit F von E ist gleich Tau von E. Das heißt, diese Kante muss gesättigt sein. Wenn es sie nicht geben würde, dann könnte ich ja den erweiternden Weg länger machen. Ja, ich habe gesagt, ja, wir haben das hier oben so definiert. Ja, S ist die Menge der Knoten, die ich jetzt bezüglich eines erweiternden Weges erreichen kann. Ja, und wenn ich sozusagen irgendwo in meinem Netzwerk stecken bleibe und es nicht mehr weitergeht, ja, dann kann das nur deswegen der Fall sein, weil ich keine Kante habe, auf der quasi noch Restkapazität vorhanden ist. Ja, und die benennen wir jetzt mit E, bestehend aus den Knoten U und V. Also die fängt mit, in U an, hört in V auf. Ja, und für die muss dann gelten, U ist aus Groß S,
denn der Knoten ist erreichbar, der Knoten V ist dann nicht mehr erreichbar, weil ich halt keine Restkapazität habe. Ja, und wenn diese Kante gesättigt ist, ist das aber schon gleichbedeutend damit, das hatten wir auch irgendwann mal gezeigt, dann folgt aber schon direkt das ist nämlich der Wert dieses Flusses, dass das gleich der Kapazität des entsprechenden Schnittes ist. Und daraus können wir dann folgern, dass F maximal ist. Ja, wir hatten nämlich beim letzten Mal auch gezeigt, dass der Wert eines Flusses immer kleiner gleich der Kapazität eines Schnittes ist. Und wenn da auch die Gleichheit erreicht wird, ja, dann kann es nicht anders sein, dass dieser Schnitt minimal ist und der entsprechende Fluss maximal ist. So, das ist jetzt sozusagen die Begründung dafür, dass dieser Algorithmus, so wie wir ihn formuliert haben, dass der funktioniert. Ja, also wir suchen erweiternde Wege und wenn wir keine mehr finden, dann wissen wir, dass wir aufhören können, weil dann haben wir einen maximalen Fluss gefunden. Diese Formulierung, die wir bislang gemacht haben, ja, die funktioniert so für uns. Ja, wenn man so in so einer Klausur arbeitet, dann geht das ganz gut. Ja, dann kann ich da so scharf drauf gucken, okay, da geht noch ein Weg her. Aber das funktioniert ja natürlich nicht mit dem Rechner. Ja, darum entwerfen wir jetzt einen etwas komplizierteren Algorithmus. So kompliziert ist er gar nicht. Das ist im Prinzip genau die gleiche Idee. Nur, das ist jetzt sozusagen das, wie ich es dann auch im Rechner implementieren kann. Das gucken wir uns mal ein bisschen an. Und zwar, im Prinzip machen wir genau das Gleiche. Hier oben initialisiere ich den Fluss mit dem Wert f gleich 0. Ich verwende jetzt Markierungen. Und zwar Markierungen der Art und Weise, ich muss mal gerade gucken, wo sehen wir hier eine? Hier. Ich verwende eine Markierung für einen Knoten. Und zwar schreibe ich da rein, ob ich diesen Knoten über eine Vorwärts- oder über eine Rückwärtskante erreicht habe. Das kennzeichne ich mit einem Plus oder einem Minus. Also hier beispielsweise steht so eine Markierung. Ja. Ich markiere oder schreibe da in diese Markierung auch mit rein, über welchen Knoten ich diesen Knoten erreicht habe. Sozusagen den Vorgängerknoten auf dem erweiternden Weg. Ja, und der dritte Teil einer Markierung, das ist ein Wert, der angibt, was ist denn sozusagen die mögliche Flussvergrößerung auf dem bisherigen Weg bis zu diesem Knoten. Ja, das haben wir eben gemacht, indem wir so zwei Minimum berechnet haben oder zwei Minima berechnet haben, um zu gucken, wie viel Kapazität haben wir denn noch in dem Netzwerk und um wie viel können wir den Fluss bestmöglich vergrößern. Ja, das schreibe ich sozusagen in diesem dritten Wert hier fort. Gehen wir da mal durch. Also initial ist der Fluss 0. Wir markieren den Startknoten. Genau, dann führen wir noch so ein Feld mit, ob wir einen Knoten schon bearbeitet haben oder nicht. Das ist das Feld klein u. Die Markierung setzen wir erstmal überall auf unendlich für jeden Knoten. Den Abstand, Entschuldigung. Also wir führen auch so eine Abstandsfeld. Genau, und dann haben wir hier im Prinzip eine große Schleife. Das ist die Schleife zum Auffinden erweiternder Wege. So, wir wählen uns jetzt einen Punkt. Das ist am Anfang ist das nur der Startknoten, den wir da reinschreiben. So, dann gucken wir uns an, haben wir die Möglichkeit, eine Vorwärtskante zu belegen, ausgehend von dem aktuellen Knoten. V ist der aktuelle Knoten. Ja, ich gucke mir jetzt sozusagen alle Kanten an, die ich von V vorwärts besuchen kann oder verwenden kann. Dann prüfe ich hier sozusagen diese Bedingung, ist da noch Restkapazität frei? Und dann markiere ich sozusagen den erreichten Knoten hier mit dieser Marke. Okay, ich komme vom Knoten V, ich komme über eine Vorwärtskante und das ist sozusagen die Restkapazität. Ja, die berechne ich hier als sozusagen das, was bislang beim Knoten V angekommen ist, beziehungsweise hier dieses Minimum aus der Differenz zwischen der Kapazität der Kante und dem bisherigen Fluss. Ja, und das, was sozusagen, was ich bislang zum Knoten V geschickt habe. Dann untersuche ich auf die gleiche Art und Weise nochmal irgendwie die Rückwärtskante. Das ist sozusagen die Schleife, dass ich den Weg suche. So, wenn ich den Knoten T gefunden habe, also das mache ich so lange, laufe ich jetzt quasi durch meinen Graphen durch oder durch mein Netzwerk durch. Irgendwann erreiche ich dann hoffentlich den Knoten T. Und wenn ich das habe, ja, dann laufe ich sozusagen den Weg ausgehend von T wieder zurück. Dafür verwende ich jetzt diese Markierung.
Ja, die lese ich quasi hier aus. Hier lese ich irgendwie letzte Komponente aus, erste oder zweite Komponente. Da kann ich jetzt sozusagen gucken, wohin muss ich zurückgehen und vergrößere dann entsprechend entlang dieses Weges den Fluss, ja, um sozusagen diesen Wert D, den ich hier als letzte Komponente der Markierung ausgelesen habe, also sozusagen, das habe ich im Laufe des Algorithmus, habe ich dieses D, oder im Laufe des Auffindens des erweiternden Weges, habe ich dieses D bestimmt, quasi sozusagen als die größtmögliche Vergrößerung des Flusses, ja, und das addiere ich dann halt entsprechend hier drauf, beziehungsweise subtrahiere es, wenn ich halt über eine Rückwärtskante gekommen bin. Ja, dann räume ich quasi wieder auf, lösche alle Markierungen, ja, und dann suche ich halt irgendwie den nächsten erweiternden Weg. Und wenn ich keinen mehr finde, dann, das merke ich mir halt sozusagen, oder das stelle ich halt fest, in diesem Feld U, ja, wenn ich quasi alle Knoten bearbeitet habe und aber der Knoten T nicht mehr dabei war, dann stelle ich fest, okay, ich erreiche T nicht mehr und ich kann insgesamt aufhören, ja. Und sozusagen im letzten Durchlauf, das war genau die Konstruktion, die wir gerade in dem vorhergehenden Beweis gemacht haben, im letzten Durchlauf, wenn ich quasi den Knoten T nicht mehr erreiche, ja, die Knoten, die ich dann noch erreicht habe, das ist sozusagen mein abschließender Schnitt, habe ich das hier genannt. Ja, S ist die Menge der markierten Punkte, T ist die Menge dann V ohne S. Ja, das ist dann ein Schnitt, anhand dessen ich dann auch beispielsweise direkt den Fluss sozusagen auch nochmal, brauche ich gar nicht mehr, ich kann den Fluss ja auch direkt ausgeben, beziehungsweise den Flusswert. Genau, das gucken wir uns auch nochmal an einem Beispiel an. Das ist ja jetzt mal irgendwie mein Netzwerk. Ich würde jetzt ausgehend im ersten Schritt, ich habe immer so ein paar Schritte mal irgendwie animiert, im ersten Schritt würde ich irgendwie das machen. Ich würde ausgehend vom Knoten S, würde ich jetzt beispielsweise den Knoten A, weil ich ihn hier direkt erreichen kann, den Knoten C markieren. Das würde hier beispielsweise hier oben in dieser Schleife passieren. Die Marken, die ich da verwenden würde, wäre einmal das S. Quasi ich erreiche den Knoten A über den Knoten S. Ich komme über eine Vorwärtskante und bei dem initialen Fluss, der Nullfluss, habe ich natürlich noch die Möglichkeit, 16 Einheiten darüber zu schicken. Darum kommt hier die 16 rein. Genau, das gleiche für das C hier unten, das würde ich entsprechend mit S plus 13 markieren. Ja, und dann würde ich sozusagen nach und nach jetzt hier diese Knoten A und C sozusagen nehmen, ausgehend von A beispielsweise. Ausgehend von A würde ich beispielsweise den Knoten B erreichen. Ja, und da würde ich jetzt, sagen wir mal, hier habe ich sozusagen 16 schon hintransportiert. Ja, da diese Kante aber kleiner ist als die 16, ja, kann ich hier sozusagen nur 12 rüber transportieren. Das würde auch hier entsprechend vermerkt werden. Mit der 12 von dem C aus würde ich beispielsweise hier das D entdecken. Ja, wir hatten hier den Flusswert 13, wir haben hier die Kapazität 14. Ich würde trotzdem nur sozusagen die 13 hier an das D weitergeben. Das würde sich hier in dieser Marke entsprechend widerspiegeln. Ja, die Marke von dem Knoten D wäre, ich komme von C, ich komme über eine Vorwärtskante und ich kann maximal 13 hier hinbringen. Ja, auch wenn hier die Kapazität 14 vorliegt, ja, da ich hier aber sozusagen nur 13 verwenden kann, kommen die auch nur da an. Der nächste Schritt wäre dann ausgehend von B. Von B aus würde ich jetzt das T entdecken. Ja, T würde die Marke bekommen, ich komme von B, ich komme über eine Vorwärtskante und ich kann 12 Einheiten sozusagen hier hinbringen. Ja, und das wäre jetzt sozusagen hier dann der Teil. T ist markiert. Und jetzt würde ich den Fluss entsprechend um 12 Einheiten entlang dieses Weges sozusagen vergrößern. Ja, das heißt, was dann entstehen würde, wäre sozusagen das Ding hier. Ja, ich habe jetzt hier 12 Einheiten transportiert. Das wäre das korrespondierende Restnetzwerk. Ja, da habe ich die Kanten drin, entsprechend ihrer ursprünglichen Ausrichtung, mit der Differenz zwischen der Kapazität und dem bisherigen Fluss über diese Kante. Ja, 16 minus 12 ist 4. Hier oben diese Kante haben wir schon voll ausgelastet, könnten wir jetzt im nächsten Schritt nicht mehr verwenden beim Suche eines erweiterten Weges. Ja. Also sozusagen die Suche des erweiternden Weges in diesem Graphen entspricht dann genau
einfach der Suche nach einem Weg von S nach T in diesem Graphen. Ja? Und zwar kann ich nur die Kanten benutzen, die sozusagen noch eine positive Kapazität haben. Ja, ich könnte auch sagen, ich kann diese Kante hier oben zwischen A und B streichen, ja, weil ich quasi da nur noch null Kapazität habe. Die Rückwärtskanten habe ich hier als gestrichelte Linien aufgeführt, sozusagen entsprechend dem Wert des Flusses über die entgegengesetzte Kante. Ja, wir schicken 12 Einheiten von S nach A, also kann ich auch maximal 12 Einheiten wieder zurückschieben. So, nächster Schritt könnte dann jetzt sein, nochmal, das ist sozusagen das Restnetzwerk, und mit diesem Restnetzwerk wird das eigentlich auch, ist es gedanklich auch leichter. Ja, hier erspare ich mir natürlich sozusagen die explizite Konstruktion dieses Restnetzwerkes durch diese Markierung. Ja, aber wenn ich das jetzt sozusagen, könnte ich auch machen. Ich könnte auch sagen, ich konstruiere explizit das Restnetzwerk und mache dann eine einfache Tiefensuche beispielsweise. Ja, eine einfache Suche in diesem Graphen entspricht der Suche nach einem erweiternden Weg. Auch hier würden wir jetzt gucken, wir würden jetzt von S nach A könnten wir 4 Einheiten nochmal verschieben, entsprechend hier die Markierung von S nach C. 13 Einheiten haben wir ja eben noch nichts drüber geschickt. Ja, wir würden jetzt sozusagen im nächsten Schritt beispielsweise den Weg hier unten finden, der hier unten lang geht. Würden den Fluss entsprechend der minimalen Restkapazität auf diesem Weg, das wäre hier die 4, vergrößern. Und dann käme da irgendwie das raus. Ja, entsprechend hier die ganzen Sachen sind entsprechend fortgeschrieben. Flussfunktion, hier das Restnetzwerk. Jetzt würde ich beispielsweise das Folgende machen. Ich habe hier noch 4 Einheiten frei, hier noch 9 Einheiten frei. Entsprechend die Markierung in A und C. Ich merke mir hier immer, wie viel Kapazität ich auf dem Weg transportieren kann. Ja, von C aus würde ich das D noch markieren. Von D aus würde ich das B markieren, ich kann hier oben noch hergehen, und von B nochmal das T. Ja, hier unten, die Kante kann ich jetzt nicht mehr verwenden, weil ich hier keine Kapazität mehr frei habe. Ja, das würde natürlich entsprechend bei der Suche des erweiterten Weges berücksichtigt werden. Das heißt, von D gehe ich nach B, dann nach T, und ich könnte den Fluss dann nochmal entlang dieses Weges hier entsprechend um 7 Einheiten vergrößern. Da kommt dann irgendwie das raus. So, und wenn ich jetzt versuche, erweiternde Wege zu bestimmen, okay, hier von S aus, nach A und C komme ich noch, da habe ich noch was frei. Von A aus, hier komme ich nicht runter, hier komme ich nicht mehr runter, komme ich also nicht weiter. Von C aus komme ich noch nach D, ja, aber hier sozusagen komme ich nicht weiter, hier komme ich nicht weiter. Das heißt, wir haben jetzt nicht die Möglichkeit, den Weg noch zu vergrößern. Die Knoten, die jetzt markiert sind, sind hier unten notiert. Ne? S, A, C, D, das sind die, die markiert sind. Und das ist jetzt sozusagen der Schnitt, quasi der Schnitt hier, die Knoten, die ich nochmal erreichen kann. Und insgesamt haben wir dann sozusagen diese Situation. Ja, die Kapazität dieses Schnittes ist 23. Ja, und das können Sie jetzt auch einfach überprüfen. Ja, diese Kapazität muss sich an jedem Schnitt ergeben. Das heißt, ich kann mir jetzt auch irgendwie das hier angucken, diesen Schnitt, ja, bestehend nur aus S, oder diesen Schnitt bestehend nur aus T. Ja, egal welchen Schnitt Sie nehmen, die Kapazität ist immer gleich. Ja, wir haben hier 12 und 11 ist 23. 12, 7 und 4 ist 23, oder wenn ich den hier nehme, 19 und 4 ist auch 23. Ja, das heißt, der Wert des Flusses ist entsprechend 23. Okay, hier nochmal ein Beispiel für die Nutzung einer solchen Rückwärtskante. Ich habe beispielsweise die folgende Situation gegeben, jetzt einfach mal so beliebig rausgegriffen. Das ist mein Restnetzwerk. Ja, wie gesagt, die gestrichelten Kanten, das sind die Rückwärtskanten. Und ich könnte jetzt beispielsweise auch den folgenden Weg finden. Ich markiere von S aus das A und das C. Da habe ich noch 12 Einheiten, hier habe ich noch 9 Einheiten frei. Von dem C aus dann das B, beispielsweise über eine Rückwärtskante.
Ja, entsprechend hier die Markierung C, also die Markierung für den Knoten B. Ja, er kommt vom Knoten C, ich komme über eine Rückwärtskante und kann 4 Einheiten transportieren. Ja, und von dem B aus kann ich dann wieder zum T kommen, wieder über eine Vorwärtskante. Ja, und ich könnte den Fluss jetzt auch entsprechend vergrößern, indem ich sage, um 4 Einheiten. Ja, das ist sozusagen das, was hier hinten in der Markierung von dem T steht. Ja, diese 4 Einheiten. Ich würde jetzt den Fluss hier um 4 vergrößern. Ich würde ihn hier um 4 reduzieren und hier wieder um 4 vergrößern. Ja, noch so ein paar Anmerkungen zur Korrektheit. Ja, also während der gesamten Ausführungszeit des Algorithmus haben wir stets eine Flussfunktion. Das heißt, es gelten immer diese beiden Bedingungen, F1 und F2. Das heißt, ich bin immer kleiner als meine Kantenkapazität. Und bei den, ich sag mal, zwischen S und T liegenden Knoten gilt diese Flusserhaltung. Ja, die beiden sind immer erfüllt. Wenn der Algorithmus terminiert, so wird im letzten Markierungsdurchlauf der Repeat-Schleife der Knoten T nicht erreicht, das haben wir gesehen. Und die Menge V wird dann halt in diese beiden Mengen S und T partitioniert oder aufgeteilt, wobei S in dem Groß-S liegt oder das Klein-S liegt in dem Groß-S und das Klein-T liegt in dem Groß-T. Ja, T ist dann definiert als S. Als die Knotenmenge V ohne das S. Ja, das haben wir eben auch schon gesehen. Eine Kante muss gesättigt sein, sonst hätten wir sie weiter verwenden können. Eine Kante, eine Rückwärtskante muss leer sein, ja, sonst hätten wir sie als Rückwärtskante verwenden können. Ja. Können wir aber nicht. Das wird alles geprüft. Ja, das haben wir eben auch gesehen. Es folgt dann, dass sozusagen der Fluss gerade der Kapazität des gefundenen Schnittes entspricht. Ja, und durch diese Gleichheit hier an dieser Stelle wissen wir, das Ding muss maximal sein, beziehungsweise das haben wir ja eben auch gesehen in dem Theorem. Und wir haben einen maximalen Fluss gefunden. Ist der initiale Fluss ganzzahlig, sind auch die Kapazitäten ganzzahlig, so liefert der Algorithmus einen ganzzahligen Fluss. Da wir nur mit Additionen und Subtraktionen arbeiten und auf ganzzahligen Werten bleiben wir da im Bereich der Ganzzahligkeit. Ja, und das Letzte, da mit jedem gefundenen erweiternden Weg der Fluss um wenigstens eine Einheit erhöht wird, ja, das ist dieser Wert D, den wir ja quasi fortschreiben beim Auffinden eines erweiternden Weges, ja, muss wegen der beschränkten Kapazitäten das Verfahren irgendwann terminieren.